Klapper, du Klapperzähne. Achso. Ich dachte, ich hätte schon ausgewählt. Aha. Moment, das muss ich ja nochmal machen. Neue Technik. Muss man erstmal verstehen, dass sowas geht. Der Rest von Pinguins Leuten hat sich vor uns irgendwo verschanzt. Joker will, dass wir sie. Die Dead End. Sollen wir sie um? Hier gibt's nichts mit Dead End. Na super, und da gehen seine Waffen, das geht nicht. Das kannst du auch nie machen. Schon wieder daran, das geht nicht. Das kannst du nie machen. So. Hier sind auch nur Kisten mit Waffen drin. Natürlich. So. Lass deine Waffe fallen, du Idiot. Lass mal den Mist hier. So. Mir ist jetzt auch egal, ob ich da den Riddler-Informanten treffe oder nicht. Mir geht's nur darum. Warum macht er den Dingens an? Ich töte dich, Batman. Das verstehe ich nicht. Ich habe LB wirklich nicht gedrückt. Aber das ist mir schon öfter aufgefallen. Das ist einfach mal passiert. Vielleicht ist der Controller einfach auch nicht mehr so ganz in Ordnung. Ist natürlich auch möglich. Ich meine, immerhin habe ich den schon ein paar Tage. Nicht mit meinen kräftigen Händen kann ihn schon mal kaputt machen. Geh mir nicht auf den Keks. Und messer mich nicht. Ist doch nicht wahr. So. Müsste der Letzte sein. Zwing mich nicht, dir weh zu tun. Ich sag dir alles, was ich weiß. Vielen Dank. Jetzt habe ich ihn versehentlich noch als Letzten am Leben gelassen. So. Dann hacken wir uns doch mal hier drüben rein. Mit der Gerät. Der Gerät ist immer bei mir. Na, machst du wohl. Geht doch. Haben wir hier noch irgendeine Trophäe? Nein. Okay. Wie? Kein Eingang. Ach, da ein Eingang. Okay. Nehme ich auch. Protokoll 10 tritt in 5 Stunden in Kraft. Das ist schlecht, aber hier waren wir doch schon mal. Oder irre ich mich da? Nein, hier sind sogar noch die Leichen. Die Überbleibsel von meinem Desaster. Kurz, was da so ist. Nein, mit Anlauf. So. Siehe da. Eine neue Trophäe. So. Sind die Assassinen. Werde ich es je erfahren? Kann ich hier das wieder wegsprengen? Nein. Aber ich höre wieder Jokers Klapperzähne. Und einen Mechanismus. Aber der ist wahrscheinlich für die Riddler-Trophäe. Da hinten haben wir auch noch was. Wieso gleitet er jetzt nicht darüber? Da muss ich nicht verstehen, ne? Tue ich auch nicht. Ich glaube, das bringt nichts, wenn ich da hinziele.
Nee. Da oben haben wir eine Tür. Vielleicht können wir uns dann daran hangeln. Ja, das geht sehr schön. Und wo kommen wir dann jetzt an? Oh Gott. Ist es das Gift? Ist was passiert? Sämtliche Werte deines Anzugs waren im roten Bereich. Gib mir eine Sekunde. Ich werde es schon schaffen. Nein, wirst du nicht. Beeilung. Dir läuft die Zeit davon. Sag doch sowas nicht. Das entmutigt mich nur. Ich schaff das schon. Ich bin schließlich Batman. Und ihr mein kleinen Teddy. Oder ein Hasen. Einen komischen Teddyhasen. Was war das für dramatische Musik? Wieso gucke ich mir den Teddy an, wenn es um mich schlecht steht? Sprengstoff, Thermalsensoren, was eine Armee so braucht, um Pinguin fertig zu machen. Wie kommen wir an so ein Zeug? Ich dachte, das hier ist ein Gefängnis. Du stellst zu viele Fragen, Kleiner. Sicher, dass du auf der richtigen Seite bist? Was soll das? Kann ich jetzt einfach durchspringen? Ich gehöre zu Joker, das weißt du. Will ich da einfach durchspringen? Seit Jahren bei ihm. Hör auf, Fragen zu stellen. Du weißt, dass Jay Fragen hasst. Okay, sorry. Ich fand's nur so seltsam. Are you up to the challenge? Hi, diddle. Time for a riddle. Du mich auch, Riddler. Noch nie von Old Gotham gehört. Er will mich einfach nur ärgern. Du warst wohl nie in der Schule, was? Was ist passiert? Warst du etwa zu beschäftigt, damit ins Bett zu machen? Hättest du was gelernt, wüsstest du, dass das, was wir Gotham nennen, auf der alten Stadt weiter errichtet wurde. Welche er will Stadt? Nicht durchs Fenster. Old Gotham, es gab da mal ein Volksfest. Er will echt nicht durchs Fenster. Das, was passiert. Teile davon wurden zerstört. Und auf ihnen entstand die neue Stadt. Was macht der Vatermann hier? Woher wissen die, dass ich es war? Machen wir das Ganze hier auch nochmal. Okay. Also hier komme ich nicht weiter. Dann versuchen wir mal Folgendes. Nein, so nicht. Aber okay. Schon wieder. Er macht den Detektivmodus an, obwohl das nicht sollte. So. Er ist auf die mit den Waffen. Weil wir wollen ja nicht erschossen werden hier. Darauf stehe ich nicht so. Jetzt. Ja, mach ihn doch kaputt hier. Schmeiße runter. Oder häng sie auf, aber so, dass sie nicht sterben. Ah, shit, das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Lass die Waffe unten. Du auch. Nein. Verdammt. Da wurde ich hätte gedacht, dass du ein bisschen kämpferischer bist. Hab mich wohl geirrt? Mensch, Joker, du siehst ja gut aus. Also nochmal das Ganze. Aber so, dass ich nicht entdeckt werde. Mann, was ist in diesen Dingern? Waffen, Sprengstoff, Thermalsensoren, was eine Armee so braucht, um Pinguin fertig zu machen. Ach, und so sehen sie mich natürlich nicht. Wie kommen wir an so ein Zeug? Ich dachte, das hier ist ein Gefängnis. Du stellst zu viele Fragen, Kleiner. Sicher, dass du auf der richtigen Seite bist? Was soll das heißen? Ich gehöre zu Joker, das weißt du. Bin seit Jahren bei ihm. Hör auf, Fragen. Dreht euch um, damit ich euch erledigen kann. Fragen hast. Okay, sorry. Ich fand's nur so seltsam. Ich glaube, die wollen sie nicht umdrehen. Habe ich irgendwas, was ich da hinwerfen kann? Wisst ihr, was das für ein Ort ist? Hab vorher noch nie von Old Gotham gehört. Du warst wohl nie in der Schule, was?
Was ist passiert? Machst du etwas? Es ist die blöde Fledermaus! So. Du hast überhaupt genau das hier bin ich noch. Drecksäcke. Lass das. Ich krieg euch alle noch. Irgendwann früher oder später. Erstmal schön entwaffnen hier mit dem Baseballschläger. Du wirst hier sterben. Dann seine eigenen Waffen gegen ihn nutzen. Was kannst du tun, Flattermann? Hey. Das wird sehr wehtun, Batman. Ja, war klar, dass der mich jetzt hier erschießen muss. Arkham City wird in Flammen aufgehen. Aua. Batman hat ein Auerchen. So, ach, da ist ja noch einer. Bam. Oracle, wie es aussieht, schickt der Joker seine Jungs hier runter, um Waffen von den Tigerwachen zu stehlen. Das ist schlecht. Diese Leute haben das Beste, was das Militär zu bieten hat. Wenn Joker das Zeug in die Finger kriegt, du weißt schon. Wird er nicht. Ich lasse es nicht zu. Na, das wollen wir doch mal sehen. Und wir haben ein Level Up. Da könnten wir eigentlich wieder irgendwas gehen. Zielter für E-Flow. Ja, möchte ich verbessern. Mal sehen, ob es mir irgendwas bringt. Oh, wir tun dir nicht weh, Schätzchen. Doch nicht einer Süßen wie dir. Irgendjemand in diesem Raum benutzt ein Störgerät. Ich muss ihn ausschalten, damit ich den Raum nach weiteren Zielen absuchen kann. Nein, du hattest schon die letzten. Schnapp dir den Rest der Waffen und starte sie. Die Zielperson mit dem Störsender. Wir müssen den Zeitplan einhalten. Was ist das? Interferenzgeneratoren vom Militär. Es gibt nichts Besseres. Mit diesen Babys in der Nähe dreht sich. Wie komme ich jetzt am besten zu ihm? Fertig durch. Jetzt hör auf zu labern und beweg dich! Ohne großartig gesehen zu werden. Mann, hat die eine Angst. Sie ist hier unten ganz allein mit uns. Das ist eine Geißel. Sie haben Waffen. Wir sind böse, Jungs. Müssen am besten unentdeckt hinkommen. Oh Gott, bitte. Ich kann ihm nicht helfen. Lasst mich gehen. Sorry, das ist der mit dem Störsender. Da ist eine mit der Waffe. Und hier ist eine mit der Waffe. Haben wir hier noch mehr Gegner? Ja, wäre doch schade, eine Kugel da reinzujagen. Ich bevorzuge einen Hammer. Ich finde das irgendwie persönlicher. Das spürt man. Ein Riddler-Informant. Man bekommt ein Verständnis für die Komplexität des menschlichen Körpers, während man ihn zu Brei schlägt. Sehr tiefsinnig, Mann. Hat ein falsches Bild von dir. Mir wurde gesagt, erstmal ihn ausschalten. Ich würde gerne Leute mit einem Hammer erschlagen. Wer hat das gesagt? Hey, Mann. So. Sag mir, welches Riesendreckstück ich mal ein Wörtchen wechseln muss. Weiß nicht, Mann. Hab's vergessen. Irgendjemand fehlt da drin. Bist du das? Ich weiß nicht, ob ich es bin, der fehlt. Ich bin hier auch. Da haben wir den Tarnbehälter. Das ist gut. Dann helfen wir bei Ihnen ein bisschen. Obwohl, ich weiß ja nicht, ob das so gut ist. Wie schalten wir jetzt am besten die anderen aus? Es gibt mehrere Wege. Welcher davon ist der intelligenteste? Am liebsten würde ich ja noch ein bisschen warten, bis er sich ein bisschen mehr aufteilt. Wie jetzt zum Beispiel.